Viel wichtiger noch in der Personalie, Glückwunsch an Horst Rubesch und seine Mädels, dass sie die Qualifikation für Olympia geschafft haben. Ich glaube, als er übernommen hat, hat das nicht jeder erwartet. Und das zeigt, wie lange man und wie lange man gut als Trainer arbeiten kann, wenn du 72 bist und das immer noch erleben darfst. Ja, dann wisst ihr, wo ich hin will. Also ich glaube, mehr geht nicht. Das wollte ich zumindest mal erwähnt haben. Dankeschön. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht überziehe, weil genau das ist, glaube ich, das größte Problem, dass man immer glaubt, dass ein kleiner Gegner kommt. Also ich weiß nicht, ob Osnabrück ein kleiner Gegner ist. Also ich weiß, dass, also erstens kenne ich Uwe ganz gut, weiß, wie er die Jungs einstellt und weiß, wie er arbeitet. Und ich bin mir relativ sicher, dass meine Jungs, zumindest bin ich am Rand, nicht das Gefühl haben, dass ein kleiner Gegner kommt, sondern da kommt eine Mannschaft, die sehr viel Mentalität auf den Platz bringt, die gegen die oberen Mannschaften, ja, und so deutlich muss man sagen, gegen die oberen drei, dazu zählen wir, ich glaube, nicht ein Spiel verloren hat. Und gegen die oberen acht aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Bilanz hat. Das zeigt also auch wieder die Enge der Liga. Und ich glaube, wir sollten mal aufhören, an unserem Standort hier immer von klein und groß zu reden, sondern das ist ein Zweitligist, der uns alles abverlangen wird. Osnabrück hat viel Mentalität, hat viel Geschwindigkeit. Trotzdem wollen wir natürlich dieses Spiel gewinnen, so gehen wir es auch an. Ich glaube, das ist auch normal, das sollte auch der Anspruch sein. Aber wir sollten mal von klein und groß sollten wir mal aufhören, weil die Jungs können ganz gut kicken da drüben. Wir aus meiner Sicht auch und jetzt gucken wir mal, dass wir da was rausfinden.